Für seine umstrittenen Aussagen zu einem möglichen Weiterbetrieb von Kernkraftwerken erntet CSU-Chef Markus Söder teils heftige Kritik. Der bayerische Ministerpräsident hatte nach der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke laut über einen Weiterbetrieb einiger AKWs in Landesregie nachgedacht. Die Talkgäste der ZDF-Sendung Markus Lanz konnten den bayerischen Vorschlägen wenig abgewinnen. Die Frage Atomkraft ja oder nein muss jetzt langsam entschieden sein, nachdem wir jahrzehntelang darüber diskutiert haben, erklärt der SPD-Politiker Stefan Weil noch diplomatisch. Deutlicher wurde da schon die FAZ-Journalistin Helene Bubrowski. Seine These, dass man das Ganze jetzt von Bayern aus lenkt, ist überhaupt nicht zu realisieren. Das ist ein totales Luftschloss eines wahlkämpfenden Ministerpräsidenten, der versucht, seine Fälle zu retten, polterte sie gegen Söder.